Herzlich willkommen zu dem Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz. Wir sind gerade bei den Tabellen. Da haben wir auch schon eine ganze Menge Videos oder habe ich eine ganze Menge Videos schon bereits online gestellt. Seit Video 71 geht das so. Und diesmal möchte ich euch zeigen, wie man Tabellen verbinden kann. Und das macht man mit den Attributen CallSpan und RowSpan. Und ich zeige euch am besten, was die machen. Die sind nicht ganz so einfach zu handhaben, das werdet ihr gleich sehen. So, ich kann Zellen verbinden und ich gehe mal hier vorne rein und sage, ich möchte CallSpan und jetzt gebe ich mit einem Gleichheitszeichen und dann an, wie viele Tabellenzellen verbunden werden sollen. Und Call, das ist die Abkürzung von Column. Das heißt, es wird in der Spalte verbunden. So, und ich speichere das Ganze ab und wir laden das mal. So, und was ist passiert? Der hat mir sozusagen hier diese Tabellenzelle erstreckt sich jetzt über zwei Spalten hinweg. Das heißt, in der Horizontale. Ja, das ist eben, das macht man häufig falsch, weil man dann denkt, hupsala, ja, Column, das heißt von oben nach unten, aber tatsächlich geht es über zwei Spalten hinweg. Und das dritte Element, das schiebt er mir nach hinten. Das heißt, ich habe plötzlich eine Tabelle, die vier Spalten hat, weil das erste Element über zwei Spalten sich erstreckt und damit die beiden anderen nach hinten schiebt. Das ist ein unerwünschter Effekt, der ist nicht so besonders schön, aber zeigt auch, wie schwierig das ist, wenn man sich mit solchen Sachen etwas gestalten will, wie viel Denkarbeit man vorher reinsetzen muss, um zu sagen, ich kriege eine schöne Tabelle trotzdem noch heraus. Gut, ich kann auch sagen, ich möchte das Ganze auf 3 haben oder auf 4. Und dementsprechend verändert sich dann auch die Tabelle. Jetzt habe ich es auf 3 Elemente gesetzt. Jetzt erstreckt sich das im Prinzip über die gesamte Zeile. Das heißt, ich könnte das zum Beispiel hier oben im Kopf reinsetzen, könnte sagen, okay, ich möchte einen Kopf haben, in dem nur eine Sache drin steht, und könnte dazu dann eben dieses CallSpan verwenden. So, das wäre eben wie so eine Überschrift innerhalb von der Tabelle, im Gegensatz zum Caption, was ja außerhalb von der Tabelle sitzt. Das wäre also eine Möglichkeit. Und jetzt möchte ich zum Beispiel hier sagen, dass ich diese Zelle, die soll sich jetzt nach unten erstrecken. So, und das mache ich eben mit diesem RowSpan, dass er sich über mehrere Zeilen erstreckt. Und da gehe ich jetzt einfach auch mal rein und sage, das soll 3 sein. Und ihr werdet ahnen, der schiebt jetzt mir die Tabelle auch hier auseinander. Und wie ihr seht, nicht so, wie ihr gedacht habt, sondern der schiebt sozusagen in den nächsten beiden Zeilen, schiebt der die Tabellendaten, also die einzelnen Blöcke, auch nach hinten. Also nicht nach unten, sondern nach hinten. Das heißt, überall, wo ihr Platz braucht oder wo ihr sagt, jetzt muss dort Tabellenzelle größer sein, wird Platz gemacht, indem nach hinten verschoben wird. So. Gut, das ist eine Sache. Und jetzt zeige ich euch auch noch mal, ihr könnt die beiden Sachen kombinieren. Ich mache jetzt CallSpan auch noch mal auf 3. So. Und gehe dann hinein und jetzt seht ihr, hat er mir sozusagen hier über 3 Zeilen und 3 Spalten hat er mir ein Datenelement gemacht. So, und damit könnt ihr sozusagen das Ganze strukturieren. Ihr könnt jetzt diese Sachen hier alle rauslöschen und könnt sagen, gut, okay, die letzten beiden Zeilen haben tatsächlich immer nur ein Element und damit kann man eben auch sich eine Tabelle nochmal anders strukturieren. Gut, so, seid vorsichtig,
verwendet das nicht zu exzessiv und gerade bei diesen beiden Befehlen solltet ihr eben auch tatsächlich euch vorher gut überlegt haben, wie soll meine Tabelle aussehen. Also da kann ganz schnell ein riesen Kuddelmuddel entstehen und das ist natürlich dann weniger sinnvoll, aber es kann eben eine ganz schöne und ganz wichtige Sache sein, um sich eben eine Tabelle auf seine Bedürfnisse anzupassen. Gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann zeige ich euch noch so eine letzte Möglichkeit von Tabellen, die, naja, ich sag mal, es gibt so bestimmte Sachen, die man nicht so unbedingt braucht. Aber ich denke, es ist schon wichtig, das auch nochmal zu erwähnen, dass das in die Tabellen mit aufgenommen wird. Das sehen wir uns aber beim nächsten Mal an. Bis dann.